Meine lieben Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Black Desert, die Mobile-Version. Und ich hoffe mal, dass wir gleich mal den Sound ein bisschen leiser machen können. Das ist nämlich sehr, sehr belästigend tatsächlich. Ja, mal schauen. Los geht's. Tipp den Bildschirm an. Ja, ist immer ein bisschen kacke, wenn man das irgendwie nicht machen kann. Verbindungsinformationen werden überprüft. Und dieser Sound ist übertrieben laut. Ja, es ist schön, dass ich hier nichts für mehr Qualität. Durch Kuh tot mir was. Okay, wir sollen uns hier eine. Ich rede am besten gar nicht. So. Oh. Waldläuferin. Waldläuferin sind erfahrene Bogenschützen vom Volke der Elfen. Angriff aus der Distanz und herausfinden der Schwäche des Feindes. Ich mag Elfen gerne. Magierin ist nicht immer so meine Passion. Walküre. Okay, da tendiere ich ja mehr dazu, zur Walküre. Schwarzmagierin. Gut, ich tendiere zur Walküre, da ich gerne Wikinger mag und so. Und das ist an Asgard, glaube. Na egal, okay. Valkyren kämpfen mit ihren heiligen Kräften und können Verbündete heilen. Sie strafen ihre Feinde mit ihren starken Angriffs. Kraft. Gut, nimm das. Oh, jetzt können wir hier nochmal ein bisschen was geben. Erstelle To-Do-TV. Wo weiß er das? Okay, Option. Ja, mir gefällt das. Ja. Ja. Blond würde mir gut gefallen. Das muss passen, ne? Es muss nordisch sein. Oh, das sieht auch sehr süß aus, ne? Können wir drehen? Also grafisch gesehen gefällt mir das Spiel ja schon mal sehr, sehr stark. Nee, das passt. Die Frisur passt nicht dazu, ne? Blaue Haare ist dämlich. Also ich tendiere zu denen hier. Was ist mit der blonden Geschichte? Ist das nicht wirklich blond? Oder zu der ersten Geschichte. Was ist das? Hat die denn da... Ach, ich weiß nicht. Nee, wir müssen schon was Geflochtenes nehmen und was Rothaariges. Oder das hier. Ich nehme das. Kleidung. Okay, auch nice. Wie stellt man sich eine Valkyrie vor? Ich stelle mir Valkyrie mit Flügeln vor. Oh, das sieht auch sehr süß aus. Mit Flügel vor. Beziehungsweise engelsmäßig oder Raben. Hm? Ne, Helm. Ne, lass mal den. Den brauchen wir nicht. Das ist schon irgendwie mehr Walküre. Wobei ich das total hübsch finde. Das finde ich total niedlich, ne? Aber da passt dieses Kreuz nicht. Wenn man eine Walküre ist, da passt kein Christenkreuz dazu. Also. Okay. Pose. Eins. Bisschen Macker müssen wir schon machen, ne? Tada. Ne, das ist niedlich. Wobei ich der Meinung bin, Begleiter sammeln keine Objekte mehr, wenn ihre Sättigung bei Null ist. Achso. Wobei ich der Meinung bin, Valkyren... Das ist schon nice. So, die Augen. Haben wir da eine Möglichkeit, die Augen zu ändern? Nö. Die Haare? Ja, das ist ja doof. Gibst du diese zwei Möglichkeiten? Warte mal, ja. Welche Möglichkeiten hätte es denn hier gegeben, wenn ich jetzt die blonden Haare genommen hätte? Ja, toll. Hauptsache diese scheiß Dutt, ne? Brauchen wir nicht. Die Augen? Gibt es keine anderen. Okay. Dann speichern wir den Vogel. Und abschließen. Bop. Bitte geben den Charaktername ein. Das tue ich sofort. Und sie heißt Turmji. Warum geht es nicht? Ach, da unten steht das. Jetzt habe ich es gesehen. Turmji. Nein. Doch, Tomji, Lina, Tomji, Do,
Tier. Ich glaube, besser geht's nicht, ne? Ja. Oder Tom, ne? Ich hoffe, das war bloß mit I geschrieben, nicht mit IE. Aber ich glaube, ja, bestätigen. Was? Ich hab doch... Wo bestätigt das denn? Ja, dann nochmal. Wo bestätige ich das bitte? Bestätigen. Es steht hier nicht drin. Ach, hey. Tom, Selena. Den Namen finde ich Weltklasse. Kann ich... Ja, nein, oh, das ist aber... Das ist cool. Oh, oh. Nein, nein, das ist... Warte mal, wie machen wir das denn? Oh. Machen wir einfach... Lina Tom G... Dot hier. So. Okay, es wird wahrscheinlich nicht hinhauen. Hm. Ach herrje, dann nehmen wir aber noch Tom G. Lina. Das ist mir zwar nicht so. Oder einfach Tom G. Ja, so einfach ist das. Fertig. Bombs, so nehmen wir es. Okay, und los geht's. Bestätigen! Bings, der Name, der ist natürlich nicht vergriffen. Und jetzt haben wir sie so aus, weil das wahrscheinlich die Anfangsrüstung ist. Denke ich mir mal. Valkyrie, Tab, was gibt's hier noch zu lernen? Gar nichts weiter. Charakterauswahl. Abenteuer beginnt. Ja, dann los! Die Musik ist so episch. Ich frage mich, wofür diese Knöpfe dort sind. Wahrscheinlich sollen mir das zeigen, was wir alles so machen können. Hätte ich das vorlesen sollen? So, da sind wir aufgetaucht. Todo TV, du bist endlich wach. Wofür haben wir uns gerade einen Namen gegeben? Ich habe hier ganz alleine darauf gewartet, bis du aufwachst. Ach, schön. Dir ist immer noch schwindelig. Kannst du dich langsam bewegen? Ich werde dir dabei helfen. Gehen wir erstmal langsam dahin. Bewegen. Okay. Oh, das geht so mit der Tastatur. Wunderbar. Ein komischer Begleiter. Kann ich mit Tab sehen? Tutorial-Bewegung abgeschlossen. Minigame-Belohnung. Geil. So schnell geht das hier alles, wa? Okay. Nice. Oh, warte mal. Vielleicht haben wir jetzt hier mal die Möglichkeit. Posteinstellung. Audio. Musiklautstärke. Alter, ich... Danke. Oh, danke. Oh, Balsam für meine Ohren. Ein Traum. So. Na, wer bist du denn, kleiner Lümmel? So, folge dem Wegweiser. Ein komischer Begleiter. Folge dem Wegweiser. Welchen Wegweiser ganz genau? Schwarzkerl, hey, ich bin so froh, dass du endlich wach bist. Ich habe schon so lange auf dich gewartet. Geil. Hm, aber was sind denn das für Lumpen? So wird das ja nie was mit dir. Ich bin auch der Meinung, so wird das gar nichts mit uns. Überhaupt nicht. Okay.
Lass uns erstmal jemanden finden, der uns helfen kann. Eben hat dich dieses Mädchen angestarrt, aber dann ist sie weggelaufen. Vielleicht ist sie noch in der Nähe. Welches Mädchen genau meinst du? Bergbau. Kann ich hier jetzt wirklich craften, Alter? Das, guck mal. Nein, und ich habe auch schon was dabei. Eigentlich müsste das ja unsere Waffe sein als Valkyrie, ne? So eine Sense oder Sichel oder sowas in der Richtung. Wow, hier passieren so viele Dinge. Ich kann gar nicht kapieren, was hier alles passiert. So, die Vorbereitung. Jetzt aber hinterher. Oha. Das ist aber, das nenne ich schnell, ne? Ja. Leckt auch so ein bisschen. Und da werden wir. Dieses Mädchen, was es angeschaut hat. Hoppla! Ach, ihr seid doch vorhin umgekippt, oder? Jupp. Da habt ihr euch aber schnell erholt. Zum Glück geht es euch wieder gut. Dankeschön. Wurdet ihr vielleicht von Kobolden verfolgt? Hm? Ach, ihr könnt euch nicht erinnern. Das ist ja seltsam. Quest abgeschlossen. Drücken. Eileen heißt sie. Also, dann solltet ihr zuerst uns Oberhaupt treffen, ja. Ihr scheint noch nicht wieder gut auf den Beinen zu sein. Unser Oberhaupt wird sich schon um euch kümmern. Er ist der Weiseste, den ich kenne. Okay, danke. Guck mal, das sind die ganzen Leute, die alle online am Stissel sind. Also, wenn es leckt, kann es natürlich auch ein bisschen daran liegen, dass es online ist. Aber ich finde es niedlich, dass dieser kleine Geist irgendwie helfen möchte. Oder sowas in der Art. Was ist das denn für ein Riese gewesen? Okay. Hallo. Okay. Igor Batali. Nein, also, Aline, was? Schon wieder? Was geht denn nur in diesem Dorf vor? Ihr müsst wissen, es ist nicht das erste Mal, dass hier jemand seine Erinnerung verloren hat. Igor Batali, ihr wisst nicht, wo ihr hingehört, oder? Statt in unserem Dorf zu verweilen, könnt ihr bei ein paar Arbeiten helfen. Martina Finto vom Finto-Hof könnte eure Hilfe gut gebrauchen. Okay, dann gucken wir doch mal, wo sie ist. Ist immer nice, wenn man das hier einfach anklicken muss. Aber ich würde diesen ganzen Schnickschnack hier gerne erstmal weggeklickt haben. Oh, was? Hä? Was habe ich gemacht? Habe ich was kaputt gemacht? Huch, hä? Verfügbare Arbeiten. Okay. Ich habe mir vorgestellt, dass wir in der Wüste sind, weil wegen Black Dead. Okay. Ja. Was machen? Okay, das ist diese Phyto-Tante. Sachte. Ich muss mich doch erstmal eingrooven. Huch, danke schön. Ihr hattet es schwer mit mich alleine um den Hof zu kümmern. Aber es ist gut, dass es jetzt viele gibt, die mir helfen wollen. Okay, unerfahrene Abenteurer sind wir. Das ist doch schon mal schön. Feldarbeiten. So, Kartoffelpflanze. Himmel. Das ist die Minimap. Die werden wir wahrscheinlich gebrauchen. Aber das hier alles? Hot Time. Felddingsbums erhöht sich. Das muss ja auch alles mal wegklickbar sein. Oh. Hot Deal Event. Das sind natürlich Sachen, dafür musst du Kohle bezahlen wahrscheinlich. Was haben wir hier? Hör nicht auf die anderen. Bla bla. Das ist ja schwarze Ohrring. Bumsen, bumsen. Was machen wir hier, wenn wir hier drauf drücken? Weiß ich nicht. Da ist noch was klar. Post empfangen. Okay, danke schön. Ihr habt eine Push-Up-Belohnung. Objekt abholen. Achtung. Erhält ihr jetzt? Könnt ihr den bestätigen? Objekt abholen. Okay. Wir holen einfach mal alles ab. Wäre natürlich geil, wenn es einen Button geben würde, wo alles erhalten aufsteht. So. So, mal gucken. Also, ich hätte das gerne hier, das hier, das ist sehr... Oh, ach, guck mal, das ist Chatfenster. Aber kann man das Chatfenster vielleicht ausschalten? Das wäre natürlich echt mega nice. Ah. Okay, das ist aber die Minimap. Ich denke mal, die Minimap werden wir by the way irgendwann mal brauchen. Mich nervt das hier. Tägliche bla bla bla. Wir überfliegen es einfach mal. Das könnte echt langweilig werden. Nein, was habe ich? Ich wollte doch einfach... Jedoch aber später erhalten. Puh, zum Glück. Man weiß ja nie, was sonst so passiert. Hot, hot, hot. Was ist denn hot? So wahrscheinlich irgendwas anderes. Wie gesagt, das könnten wir vielleicht brauchen. Was ist denn das M für die Map wahrscheinlich?
um das anzumachen. Das ist das Geschenk, was uns wahrscheinlich nicht in Ruhe lassen wird. Hier sind wahrscheinlich unsere Aktionen. Dafür sind die Tastenkombis da. Ich glaube, wir machen das einfach mit der Maus. Ich glaube, das ist echt schon schwierig. Sonst kriege ich hier irgendwann dann Gicht in den Fingern. Gut, dann lass uns doch mal die Kartoffeln einpflanzen. Kampf. Warte kurz, du wirst dich noch nicht gleich in den Kampf stürzen wollen. Für einen Anfänger wie dich wird es selbst in den Kampf gegen Parasitenbienen kein Zucker schlecken. Okay. Drücke zuerst hier, um die Kampfhaltung einzunehmen. Tada. Okay, wir haben tatsächlich auch ein Messerchen dabei. Fangen wir mal den Grundgriff an. Oh, cool. Das hat funktioniert. Oh, warte. Hey, ich würde gerne... Aha, Talente kosten MP, bla bla, wer das sagt. Okay. Wenn du nicht mit einem Talent benutzt, sondern die Talente miteinander kombinierst, dann wirst du dich im Kampf besser schlagen können. Okay. Meine Fresse, was hier alles steht. Ich habe Tutorial Kampf abgeschlossen. Ich habe das Gefühl, ich habe noch gar nichts gemacht, ne? Ja. Okay. Unter den Stängeln der Kartoffeln. Okay, ich glaube, wir sind hier fertig. Unser Hof baut die besten Kartoffeln für die Parasitenbienen. Parasitenbienen, wie süß. So. Dann sollen wir wahrscheinlich wieder zurück. Aber dass wir hier To-Do-TV hier heißen, das ist ja mehr als witzig, oder? Das sind die Parasitenbienen. Attacke. Haut sie kurz und klein. Oh, da sind noch welche. Die machen auch Brummen. Oh, es sind ganz schön viele. Critical. Monster Kill. Tauchen die mal wieder neu auf? Da noch eine. Ich hab euch entdeckt. Ihr könnt euch nicht tarnen. Ihr Schlümpfe. Oh, da ist noch eine. Oh, was? Wie viele sind denn noch? Komm, wir brauchen unsere Mega-Attacke. Und das war ein Wirbeltritt für Anfänger. Bams! Okay. Eigentlich habe ich mir vorgestellt, die gehen auch irgendwann alle drauf. Wie viele habe ich jetzt gerade eliminiert? Also ich bin da ja gerade hin und weg, weil ich, es passiert einfach alles. Wie viele soll ich denn töten? Oh, ich bin fertig schon, längst. Okay. So, sie sind wirklich schwer zu finden, da sie wie ein Kartoffelstängel aussehen, oder? Okay. Aufgestuft. Komm, wir gehen mal lieber 2 Meter beiseite, sonst werden die uns gleich hier alle auffressen. Die sind echt stinkig hier, ne? Ich denke einfach mal, es wäre endlos so weitergegangen. Okay. Fuchsunterschlupf. Was ist jetzt los? Antippen. Wow, gehen wir ab wie die Tüte Mücken hier, wa? Und da wären wir. Was sollen wir machen? Sollen wir die alle kaputt hauen? Ja, ich nehme ja an. Wir hauen einfach mal alles kaputt. Wir sollen 10 Füchse kaputt klatschen. Ich meine, ich bin ja kein Freund von. Ja, reicht doch jetzt. So. Oha, gibt's hier viele. Sammeln? Ja, sammeln wir das doch. Was auch immer das ist. Wir sammeln es.
Okay. So, Aileen, mein Vater kümmert sich um die, die Hilfe brauchen. Deshalb reist er viel umher. Das ist schon mal schön. Obwohl er doch mein Vater ist, sehe ich ihn deshalb nur ein, zweimal im Jahr. War eine sehr, sehr wichtige Information für uns. Wütende Wildschweine, klasse. Es wird jetzt hier nicht einfacher. Oh geil, wir können ja einfach hochklettern, wenn wir es anklicken. Wir müssen erstmal Tiere töten. Wir haben erstmal grundsätzlich was gegen Tiere. Ne? Oh. Das sind doch keine Wildschweine. Guckt euch die... Okay. Guckt mal euch die Hörner an, die sie haben. Die haben Hörner auf dem Kopf. Die haben wir alle fertig gemacht. Klasse. Oh, nun renn doch nicht wieder hin. Toll! Wie sieht der Schwarzgeist denn aus? Stimmt es, dass sie eigentlich gar keine feste Form haben? Ja, offensichtlich. Ne? Das ist einfach nur so eine Blase oder so ein Wölkchen mit zwei Kugelchen da drin. Diese Gequasse hält man ja im Kopf nicht aus. Naja, wenigstens weiß sie, wie besonders ich bin. Klasse. Oh, wir haben eine neue Rüstung gekriegt. Okay. Ach, übrigens folgt unser niedlicher Begleiter uns? Ja. Welcher niedliche Begleiter. Oh, was? Oh nein, die ist ja süß. Mariana. Abenteuer mögen, liebe Hunde, Katzen, ihr wisst, Steuern kümmern, ja. Aber ich glaube, heute schaffe ich es einfach nicht. Ich bin zu erkältet. Oh, hat Corona, ne? Ganz klar. Die kleinen Racker verlassen sich doch auf mich. Was mache ich nur? Ja. Abenteuer können vielleicht an meiner Stelle füttern. Ich finde, gut, okay. Das sind aber viele Questen, die wir permanent. Lass mal hier genau antippen. Gleich direkt angezogen. Ich dachte, wir haben so ein. Ja, hör doch mal auf jetzt hier. Okay, dann greift noch einmal an. Kann ich das weiter anzoomen? Nee, ich hätte mich doch. Ich hätte mich ja gern mal weiter gesehen. Oh, was ist mit der Grafik? Könnte man die. Egal, das können wir alles später. Oh, was sind das denn für Tiere? Wiesel. Hey, hey, hey. So, pass auf, enge Freunde werden. Na dann los. Ich hätte die Grafik ja gerne mal ein bisschen erhöht, aber es ist nun mal eben halt nur ein Mobile-Game. Upsi, pupsi. So. Ach, was söd, ne? Katze und Hund, direkt nebeneinander wollen ein Brot haben. Ich hätte nichts anderes gefüttert, nur mit Brot. Netter Abenteurer. Okay. Fertig. Okay, hey, hey, ich hoffe, dass die Katze und der Hund es mögen. Ja, wer mag denn kein Brot, ne? Oh, schaut nur, wie süß doch da aussehen, wenn sie fressen. Wenn ihr euch Vorsicht nähert, könnt ihr sie streicheln. Doch Vorsicht, erschreckt sie nicht. Können wir sie streicheln, ernsthaft? Wie denn das? Guter Freund. Und streicheln. Ei, ei. Klasse. Oh, guck mal, der macht da mal was mit seiner Pfote. So. Oh, ihr interessiert euch ja für die Begleiter hier? Ja! Diese kleinen Racker scheinen sich ja wohl bei euch zu fühlen. Wenn sie ihren Besitzer folgen, können sie besondere Fähigkeiten entwickeln. Geil. Registrierung, frecher Hund. Mhm. Begleiter. Was? Du willst außer mir noch jemand mitnehmen? Hm. Wenn du so darauf bestehst, dann erzähle ich dir eben was über Begleiter. Das ist nett von dir. Wenn du mit einem Begleiter umherziehen willst, dann musst du ihn registrieren. Drücke erstmal auf Inventar. So. Siehst du das Perleninventar hier? Ja. Hier ist der Begleiter registriert, damit du ihn erhalten hast. So. Nutzen. Baba, auch nein, verzögert, oder? Wa? Du? Tada, das ist der neue Begleiter. Wie findest du ihn? Er ist doch wohl nicht niedlicher als ich, oder? Naja, was für einen Namen soll er haben? Pass auf, wir nennen ihn... Nein. Warum soll ich einen zufälligen Namen? Ich will ihn aber so nicht nennen. Hallo? Warum? Wenn du deinen Feind bezwungen hast und so weiter. Begleiter verfügen über zusätzliche... Ich glaube, die sammeln irgendwie Leute mit ein. Also hier Items mit ein oder so, ne? Ja.
Okay. Außer dann können sie rangehen. Na, okay. Guck mal, was haben wir denn jetzt hier alles? Das ist so eine neue Unterwerfung Mogulus. Okay. Interessant, interessant. Automatisch, kann ich alles automatisch irgendwie hier aktualisieren? Panel Meter 9. Okay, keine abgelegbare Rüstung. Ja, vorher lief ja auch so ein Gewindchen rum, ne? So. Da ist unser kleiner Vogel, netter Abenteurer, genau das machen wir ab. Bitte füttert eure Begleiter regelmäßig, damit sie nicht hungern. Wenn ihr eine Begleiter bekommt, zeigt, dass ihr nett seid. Wie mache ich denn das? Okay. Was ist das denn? Oh! Was ist ein Schildwurf? Okay. Und wieder zum Hofe zurück. Das ging flott alles, ne? Was wir nicht alles schon gelernt haben hier. Papa! Wie du schwitzt. Guck mal, der hat einen Hörner hier auf dem Kopf. Was ist er denn für einer? Quest abgeschlossen. Die Wildschweine haben den Hof angegriffen. Oh nein! Wenn sie mir die Ernte ruinieren. Was soll ich jetzt bloß tun? Ja, was denn wohl? Ich hole die Bürgerwehr. Könnt ihr die schon. Ja. Talent verbessert. Talentbuch. Okay. Aha. Talentbuch. Da bin ich ja mal echt gespannt. Okay, erzähl mal was. Hier kannst du Teil zum Talent sehen. Wirbeltritte. Das haben wir ja schon rausgefunden, dass wir das haben. Den Titel. Ach, auf Stufe 2. Das ist nice. Mehr nicht? Das war alles? Ich hätte ja gerne noch mehr gemacht. Ich dachte, hier gibt es noch. Okay, aber wahrscheinlich sind die dann spezifiziert. So, wo wird Hilfe geordnet? Komm, den machen wir noch einmal und dann machen wir Schicko Freude. Wer braucht hier Mega-Hilfe? Okay. Hehe, da werden wir Probleme haben. Okay. Eigentlich möchte ich Menschen nicht helfen, aber wie möchte ich denn bestimmt wissen, wie stark du geworden bist? Sollen wir gehen? Jupp. Oh, was ist denn das? Oh, wir haben neue Handschuhe erhalten. Nice. Okay. Warum machen wir jetzt gerade hier den hier? Lass die Wildschweine kurz besiegen. Mission beginnen. Ah, weißt du was? Die Mission beginnen wir, glaube ich, beim nächsten Mal, liebe Leute. Ich hoffe nur, dass wir jetzt irgendwie das gespeichert haben. Das wäre natürlich, ups, sehr cool. Und ja, Spaß gemacht hat es. Aber ich würde auch gerne nochmal gleich die Grafik nochmal ein bisschen umstellen, wenn es geht. Sieht mir ein bisschen zu pixelig aus. Es ist aber auch viel los, muss man sagen. Ne? Das muss man auch mal sagen. Es ist hier sehr viel los auf der Karte. Sehr viele Bäume, sehr viele Häuser, sehr viel Dorf, sehr viele Menschen. Ne? Also, meine Kinderchen, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Guckt beim nächsten Mal wieder rein und ja, ciao.